Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 37. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du für uns wirkst, dass du auch das Unrecht siehst, das in unserem Leben geschieht und dass du jetzt auch durch dein Wort sprechen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 31. Jakob, der geflohen ist mit seiner Familie und aller Habe, hat einen Bund mit Laban gemacht. Vers 50: Wenn du meine Töchter schlecht behandelst, das ist Laban, der spricht, und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Weiter sprach Laban zu Jakob: Siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Und Jakob brachte ein Opfer dar auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Durch Gottes Eingreifen war es möglich, dass die Beziehung sich zwischen Laban und Jakob sich normalisiert hat und dass man friedlich auseinandergehen konnte und das möchte Gott auch in unserem Leben tun, wenn wir mit Menschen im Streit sind oder Menschen uns äh, böses wollen. Lass uns dafür beten, wenn wir vielleicht ganz konkret Konflikte haben, dass Gott für einen friedlichen Ausgang sorgt. Und Laban stand am Morgen früh auf, küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Herlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanaim. Gottes Engel sind immer um uns herum. Und sie kämpfen für uns, auch wenn uns das nicht immer so bewusst ist. Lass uns heute im Alltag mal darüber nachdenken. Dass Gottes Engel an unserer Seite sind. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach: So sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen. So spricht dein Knecht Jakob, ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm: Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Das Problem war nach 20 Jahren noch immer nicht aus der Welt geschafft. Esau war noch immer wütend. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrige geblie, übrig gebliebene Lager entkommen. Bist du vielleicht in deinem Leben mit Problemen konfrontiert, die schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten schwelen und einfach nicht weggehen wollen? Jakob versucht es zunächst einmal hier mit Klugheit, wie das so sein Naturell ist, mit Überlegung, mit äh, Strategie. Aber dann besinnt er sich in Vers. Zehn auf das Wesentliche. Und Jakob sprach: Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir Wohl tun. Er beruft sich jetzt auf die Verheißung, obwohl scheinbar der Tod vor ihm steht. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Herlagern geworden. Ist dir auch bewusst, dass Du, eigentlich, dass wir eigentlich zu gering sind für Gottes Treue und er uns trotzdem, obwohl wir es nicht verdient haben, so viel gesegnet hat in all den Jahren. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esos, denn ich fürchte ihn, er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Diese Angst ist auch etwas, das wir schon seit den Tagen von Abraham immer und immer wieder sehen. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Abraham klammert sich hier an die Verheißung Gottes. Klammer dich auch an die Verheißung Gottes, auch wenn du den Eindruck hast, dass du gegen eine Wand läufst, dass die Zukunft nur schrecklich sein wird. Klammer dich an die Verheißung Gottes, er hat gesagt, dass er dir Gutes tun will und für dich da sein möchte. Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Er nahm 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 hängte, und er gab sie. Eselhängste, und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders. Und sprach zu seinen Knechten: Geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem Ersten und sprach, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin und wem gehört das, was du vor dir hertreibst? So sollst du antworten deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau sendet. Und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die hinter den Herden hergingen. Und er sprach, so sollt ihr mit Esau reden, wenn er ihn antrefft. Egal. Was wir in unserem Leben gerade vielleicht an großen Schwierigkeiten zu schultern haben, was, mit welchen Problemen wir auch konfrontiert sind. Wir dürfen uns an die Verheißungen Gottes klammern. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, jeder von uns hat mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Manche sind vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte alt, aber deine Verheißungen veralten nicht, sie verjähren nicht. Wir können uns an sie klammern und wir dürfen glauben, dass du uns nicht in die Irre führst, sondern das Beste für uns willst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.